einfach hier rein. So. Okay, hier sind sogar noch Sachen drin. Ich will von Marvel jetzt erstmal hier rein, nämlich habe ich gleich wieder verbraten. So, dann haben wir das auch mal. Oder ich könnte hier einfach auch in die Kiste klatschen, das wäre natürlich auch eine andere Idee. Ich will hier nochmal. Da ist so eine Stelle. So, hier noch. Jetzt ist die Fackel da weg, ist egal. So, die Schafe wollen da irgendwie raus. So, und dann haben wir das mal gemacht. Dann können wir jetzt das Marvel wieder rausholen. Wir können die Seeds da reinklatschen. Alles, was unnötig ist. So. Zack. Dann, möchte ich mal eben den ganzen Körbis erstmal hier rein tun. Das ist jetzt erstmal das, was ich wichtiger finde. Ist die Gewiesen da rein. Zäune können auch da rein. Spinnaugen, so. Moment, Backpack, Swings, Schienen, TT-Cards. Flex-Seeds, die Seeds da. Ne, den Backpack pickt doch nicht. Was hat die gelitten? So, dann die Schienen noch da rein und dann haben wir das erstmal. Eventuell hier auch mal. Ne, so nicht. So auch nicht. Krieg ich das irgendwie hin? Nein. Ach, scheiße, ist das besser reingelaufen? Nein. Ja, super. Nein. Da habe ich jetzt natürlich gefailt. Da müssen wir jetzt hier wieder rein. Dann hier ausleuchten. Scheiße. Okay, die Fackel bleibt dran. Da rutschen sie runter. Da habe ich sie. Hoffentlich geht das nicht komplett. Ja, okay. Es geht dann doch runter. Ist, glaube ich, Silber oder Tin oder so. Okay, kenne ich beim Texture Pack nicht wirklich. So, jetzt wird dahin. Aha. Komm, ich weiß sogar, wo ein Spawner ist. Und dann ist hier ein. Okay. Insgesamt wird mir noch 3 Fackeln. Okay, das reicht doch. Sie ist ausgeleuchtet wie sonst was. Können wir nach oben gehen. Schön. So. Dann können wir auch endlich das Haus anfangen. Das ist das, was ich die ganze Zeit machen will. Ja, und da sind wir auch oben. Ja, das mit dem Hüpfen ist jetzt hier noch ein bisschen blöd, aber das ist jetzt nur provisorisch hier. So, dann brauche ich das Rohholz hier. Ich möchte eigentlich schon, dass der Eingang irgendwie hier so in der Mitte ist, irgendwie. Wie hat das Posse denn gemacht? Da können wir mal eben kurz vorbeigucken. Ich glaube, der hat das auch so gemacht, dass es in der Mitte ist. Ja, das sieht auch ganz stark danach aus, ja. Stimmt auch. Hat er auch, okay. Wenn er das in der Mitte hat, dann machen wir das, dann machen wir das so. Mein Eingang sollte ja eigentlich nicht ganz mittig sein. Ich habe jetzt nicht abgezählt, ob das jetzt Mitte ist oder nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ich würde dann so sagen. Hier kommt das hin. Hier kommt tatsächlich mein Eingang hin. So. Dann mache ich hier einfach eine Tür rein. Oder hier. Die zum Garten führt. Dann sieht man auch aus. Das sieht jetzt mal irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Na scheiße, das hat mir ein bisschen gefällt. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt muss ich mal ein bisschen planen. Warte hier. Nein, das ist fail. Das wollte ich nicht. Eventuell so dreiermäßig. So hier, hier, dann mache ich hier. Hier, hier mache ich hier. Hier, und dann ist hier eigentlich Ende. Dann konnte ich ja eigentlich hier den Holzstamm machen. Weil halt Ecke. Dann. Gehe ich in die andere Richtung wieder, dann gehe ich wieder hier lang. So, dann 3 nach da. Ist er dann hier? Nein, da nicht. Da habe ich mich verzählt. Wer dann hier? Wer hier? Und dann ist Ende hier. Das heißt, theoretisch könnte man das Ganze bis hier entziehen. Das heißt, da könnte noch einer. Ja, ich mache das so. Ich mache das ein bisschen so. Dann kommt dann hier einer hin und dann kommt.
der das Rohling hier hin. So, das heißt, hier kommt einer hin. Da. Das heißt, das hier muss weg. So. Dann kommt hier Rohholz hin und dann kommt hier wieder Marble hin. Und dann kann ich mir später Glas holen, genau. So. Kommt hier die Tür rein. Ah, ne, Moment. So, genau. Nein, das möchte ich nicht. Ich pack einfach hier Marble hin, so. Hier ist eine Tür, die geht raus in den Garten. Ja, dort, das sollte passen. Dann hier ist schon mal ein Baum gewachsen, der ein bisschen unpassend ist. Dann muss ich hier Marble hinsetzen. Und hier kommt dann wieder Rohholz hin. So, dann können wir hier wieder abzählen. Dann sind hier drei. Hier drei. Ich möchte eigentlich auch einen Weg nach hinten bauen. So, dann müsste hier eigentlich einer. Creeper. Komm da weg. Nice. Ich wollte jetzt nicht die Sachen hier kaputt machen, das wäre echt ärgerlich gewesen. Ich glaube, wir leuchten mal hier ein bisschen aus. Fackeln sind da jetzt wieder weg. Leider. Mal eben noch ein paar mehr. Ich würde sagen, hier kommt noch einer hin. Hier kommt auch noch einer hin. Da, hier kommt noch einer hin. Also hier ausgeleuchtet sein. So. Wie mache ich das hier? Ich glaube wieder so wie hier. So. So. Perfekt. Dann steht das Grundgerüst, also fast das Grundgerüst meines Hauses. Hier geht es dann so hoch. Geh ich da ran? Ja, komm ich. Können wir keinen Fallschirm mehr bekommen. Zum Glück. Das Haus wird im Endeffekt sau weiß aussehen. Bis auf halt die Eckstützen. Oh, da habe ich einen kurzen Ruckler. Ne, das ist so scheiße. Jetzt habe ich mich kurz verbaut. Ach. Überlegen, wie ich denn dann, wie ich den Boden dann mache. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt eine. Ich glaube, ich baue eine zweite Etage drauf. Das wäre auch mal so eine Idee. Oh, da hat er normalen Marble genommen. Warum auch immer. Wow, da wollte ich schon durchschwinden. Ach komm, ich mach immer denselben Fehler, ey. Das ist echt normal. Ich hoffe, das sieht gut aus im Endeffekt. Ich glaube, ich baue so ein eckiges Dach drauf. Also so ein Spitzdach, was man hier in Europa auf jeden Fall finden kann. Ah, jetzt hat er mir wieder einen normalen Marble gegeben. Das ist so normal, ne? So, gib mir von den hier. So, dann ist das Haus weiß. Das ist halt dumm mit der Ecke hier, aber anders kann ich das jetzt nicht machen. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Passt. Bis auf eins sind dann halt eben so ein Einer drin. Sollte nicht so schlimm sein. So. Oft das sieht nicht hässlich aus, weil ich glaube, da mache ich hier noch die Stützen rein oder raus. Beziehungsweise hier die Marble-Dinger raus. Mach
hier eine Tür rein. Und hier eine Tür. Das heißt eine Doppeltür wieder. Gehe ich hier raus. Dann sieht man hier unten die Technik. Muss aber sein, dann kann ich den Project-Table schon mal nach oben legen. Aber der Boden muss ja auch komplett raus, also von daher ist das nicht so schlimm. Ich glaube, den Boden nehme ich schon mal komplett raus. Und ich glaube, dass das nicht so weiß wird, würde ich da jetzt, glaube ich, Holz reinpacken. Also hier so meine ich. Das kann lange dauern, bis das Ganze hier raus ist, ey. Was ich hier mitmachen werde, das werdet ihr bei der Fahrt. Kann ich das normal abbauen? Ja, kann ich. Okay, dann werde ich den Project Table einfach jetzt hier in die Ecke stellen. Sollte auch schon reichen. So, haben wir noch was zu essen? Ja, haben wir noch. Ne, ich wollte nicht in den Generator. Der hat sogar noch Strom. Theoretisch könnte ich jetzt so ein paar Sachen schmelzen. Kann ich. Ja, das kann ich. Dann nehmen wir mal 10 noch davon raus. Dann haben wir hier erstmal genug. Obwohl wir brauchen jetzt. Okay, ich sage jetzt schon mal, wir brauchen Holz. Das heißt, in der nächsten Folge eventuell auch mal ein bisschen Holzfarm gehen. Ich würde sagen, aber erst muss alles raus da aus dem Boden. Ich möchte es jetzt in Dirt. Ich glaube, ich werde ihn einfach hier so. So. Ich werde das sowieso irgendwann verlegen da unten. Da muss das alles so raus. Packe ich das oben schon mal rein. Ich glaube, ich werde das Haus heute noch fertig machen. Kann ich denn? Ich muss auf jeden Fall gleich ein Holz fahren gehen, das ist echt unnormal, ey. So, hier ist es raus, hier ist es nicht raus, zack. Es ist jetzt eigentlich aus jedem Fenster raus, okay, dann kann ich da schon mal Holzen klatschen. So. In jedem müsste jetzt Holz drin sein. Sauber. Habe ich das gemacht? Jetzt müsste ich nur noch alles hier wegkriegen. Irgendwie. Dann könnte ich gleich noch gucken, wo irgendwie so ein Wald ist, ein normaler, und dann gehe ich da mal hin, hol mir das Holz da. Denn ich brauche dringend Holz. Das Haus ist jetzt nicht wirklich groß, aber ich glaube, da kann ich was draus machen. Theoretisch könnte ich ja eigentlich auch das hier oben erheben, oder ein bisschen heben. Damit hier so ein Weg nach unten ist. Obwohl, nee, ich glaube, ich mach's jetzt einfach so. Sollte passen. Ich brauche eine Schaufel, eine neue. Mal wieder Stein dieses Mal. Dann brauchen wir hier ein paar Sticks. Wo sind die? Wo sind die Sticks? Huh? Ist denn einfach keine Sticks drin? Auch gut. Sticks, da muss ich mir welche bauen. Das ist nicht praktisch. So, haben wir da 16 Sticks. Haben wir noch aus zwei Schaufeln, das sollte reichen. So, und dann müsste das eigentlich schnell weggehen. Hier gleich eine Runde Holzfarm. So geil. Ich glaube, dann werde ich oben das Dach aus. Obwohl, nee, ich glaube, ich brauche nur eine Etage. Ich brauche alles einfach in den Untergrund.
kann ich oben auf dem Dach einfach Marble hinklatschen. Oben dann einfach, ich brauche einfach dann noch irgendwie so schwarz Cobblestone, dann mache ich einfach, muss ich irgendwie, ja weiß nicht, muss ich irgendwie planen, muss ich irgendwas machen. Aber jetzt erstmal Holz nehmen und irgendwie in den Boden reinsetzen. Das wird niemals reichen. So, das war's mit dem Holz. Ach komm. So. Das war's echt mit dem Holz. Dann können wir jetzt überlegen, können wir die noch ein bisschen... Ja, das können wir sogar. Wir können ja wieder die Bäume abbauen. Teilweise, weil ich baue jetzt nicht die großen ab, sondern nur die kleinen. Das ist noch kleiner, okay. Können die ja später wieder hinpflanzen da mit Saplings und so. Oh Gott, das ist ein großer, ne? Ja, okay, den baue ich später ab. Ah, das kostet mich jetzt schon wieder an, dass das ein großer ist, ey. Vor allem der wächst direkt daneben, ey. Boah, öde. Bock nicht. Aber ich glaube, das wird mit dem Holz sollte eventuell reichen. Nur eventuell. Es muss nicht reichen, es kann eventuell reichen. Und da ist ein fetter Baum gewachsen. Guck mal, die ganze Stadt hat Bäume bekommen. Sieht richtig geil aus mittlerweile. Mensch, jetzt sollten wir mal so Nether oder Netherhaus besetzen, wo das Portal dann später reinkommt. Obwohl dort, das war glaube ich ein kleiner Baum. Weil die Blätter da rausgehen. Oh mein fucking Gott, habe ich Glück gehabt noch. Guck mal, die Bäume wachsen alle jetzt. Das ist richtig genial eigentlich. Da brauche ich gar nicht Holzfarmen gehen. Da brauche ich nur ganz kurz Holzfarmen gehen. Ich glaube, das sollte reichen. Wenn nicht, hätte ich gesagt, okay, wir gehen mal eben kurz aus der Stadt ein bisschen was klauen. Ich hätte mir sowieso Spieler wieder hingesetzt. Sollte nicht so schlimm sein. Jetzt kann ich eigentlich hier so wild durcheinander bauen. Sollte nicht so tragisch sein. Aber ich glaube, das reicht aktuell noch nicht. Obwohl doch, es könnte reichen. Wenn ich gleich noch ein, zwei Bäume abbauen sollte, also noch ein bisschen Holz holen sollte. Schließlich brauchen wir ja noch zwei Türen. Wir brauchen auf jeden Fall viel Sand.